once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They lived in peace until hunters took their dad away. And they had to go on the run. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick, and they had to move on. The brothers made it to the home of their ancestors, and the old wolves took care of them. Unfortunately, the hunters were hot on their trail and found them. The brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south. They soon entered the old forest of the giants, where they met a pack of stray dogs who worked in a secret farm. The brothers joined them and worked hard to stock up on gold for the future. They were happy to find others like them, and everybody loved the little wolf, who was growing up fast. His power was growing too. The little wolf was more and more confident and independent. The big brother hooked up with a cool she-dog. They had their own adventures. Suddenly, the mean farmers who owned the land tried to hurt the brothers. The little cub was injured. He transformed into a super wolf and destroyed everything. The big brother was badly wounded. And worse, he didn't know where the little cub was. Hey, Sean. I'm sorry. I didn't mean to. It was a bad idea. Daniel. No way. It's all good. Wish I listened when you tried to stop me from going with Finn. I was too pissed. It's okay, dude. You're my brother. And that's all that counts. So, why don't you come and get me? I'm alone, Sean. I don't know what to do. I'm scared. Don't get so close to that edge. Please, come and get me. Yes. I swear. Stop!
Fuck. Daniel. I keep having these nightmares since I came out of the coma. Und damit herzlich willkommen zu Episode 4 von Life is Strange 2. Ja, wir haben ja in den Trailer schon so gesehen, dass unser Kollege hier. Oh, guck mal, da wird sogar die Steuerung angezeigt. Das finde ich ganz toll jetzt mal, dass unser Kollege ja doch noch am Leben ist. Was ich schade fand, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand es schade, dass man das im Trailer gesehen hat. Das war ja eine Frage, die war ja noch die ganze Zeit offen, nach gefühlt wieder 6 Monaten. Wenn ihr gerade das erste Mal bei meinem Life is Strange 2 hier zuschaut, ich nenne es jetzt mal so, ist halt mein Durchgang. This day feels like every other day. Dann just like prison. Muss ich euch sagen, dass mein Daniel etwas sehr missraten ist und ich tatsächlich vielleicht auch mal in der letzten Episode gesagt habe, er schießt doch Daniel. Entschuldigung, aber obwohl nein, also so halbwegs Entschuldigung, weil ich habe leider meinen Daniel sehr versaut und mein Daniel ist nicht so nett wie zum Beispiel der vom Erik. Also wird mein Durchgang etwas anders sein. Ich entscheide sehr emotional, meistens aus dem Bauch heraus und das kann Leuten gefallen oder auch nicht gefallen. Deswegen. Yeah. This room drives me nuts. Du mich gerade auch. Deswegen Selbstspielen ist immer da. Talking to someone will be at least a change. Dann solltest du Leute mal ausreden lassen. Deswegen, da selber spielen ist da immer eine bessere Option auf jeden Fall, wenn man dazu leicht getriggert wird. So, wir haben hier ein TV. Wir sind in einem Krankenhaus. Wir haben tatsächlich kein Auge mehr. Yay. Stupid reality shows. Fragen wir natürlich, was ist ja mit der Krankenversicherung in den USA ganz anders als bei uns. Ich frage mich, wer ihn reingebracht hat. Und dann eigentlich soll er ja ins Gefängnis. Eigentlich. This must be my punishment. Oh, I can't even focus on the page. This sucks ass, man. Gut, dann lesen wir mal. Ich lag wochenlang im Koma, blind und gearscht, im Polizeigewahrsam. Ah, plötzlich geht's in den, bald geht's in den Knast. Ich drehe in den Krankenhäusern durch, ich hasse das. Wo ist Daniel? Ich habe Angst. Daniel hat sich von dannen gemacht. Was haben wir da noch? Mich würde natürlich interessieren, ob die anderen am Leben sind, vor allem Cassidy. Hab versucht zu zeichnen, um die Zeit totzuschlagen. Das Zimmer ist wie ein Käfig. Doch ich bin jetzt scheiße. Keine Tiefenwahrnehmung, keine Kunst, kein gar nichts. Konzentration gleich, sofort Migräne. Ich drehe hier durch, bin weinend aufgewacht. Special Secret Agent Flores. Sie versucht, eine Bindung zu mir aufzubauen. Und er lässt das gerade alles einfach so liegen. Sperr mich ein oder vertrau mir. So beschissen. Die Cops können Daniel nach der Explosion immer noch nicht finden. Also ist er da draußen. Aber alleine. Alles Gute zum Geburtstag, Daniel. Wo auch immer du bist, Enano. Claire und Steven haben mir einen netten Brief geschickt. Ich bin so einsam, dass ich ihn 2-mal gelesen habe. Komisch, dass ich sie jetzt vermisse. Es ist so cool, auch von Captain Spirit zu hören. Ich bin froh, dass es ihm gut geht. Meine Skizze von Joey ist nicht schlecht. Ich bin froh, dass er hier ist. Aha. Cool, okay. Das war eigentlich ganz... Oh, warte. Ich wünschte, ich könnte Cass noch einmal spielen hören. All diese Lieder sind fort, aber nicht unsere gemeinsame Zeit. Heißt das... Also ich, das hilft mir nicht, Daniel jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr zu mögen. Es hilft mir gerade nicht, Leute. Es tut mir leid. Ich habe Daniel übel mitgespielt. Ich habe Finn zu seinem Bruder werden lassen. Nein, nein. Ich weiß, es ist immer so eine Diskussion, ne? Aber ich für mich, Daniel brauchte so viel Aufmerksamkeit. Die hat er aber auch bekommen und sein Bruder hat schon sein ganzes Leben für ihn aufgegeben, komplett. Und die mussten ja flüchten, was für mich das immer schwierig macht, mit den ganzen Charakteren mich irgendwie daran zu binden, weil wir ja immer einfach nur unterwegs sind und du weißt einfach, die Leute, die man kennenlernt, ja wahrscheinlich ist man dann in der nächsten Episode eh wieder woanders. Deswegen habe ich damit Schwierigkeiten. Aber es hat bei Cassidy tatsächlich funktioniert. Finn
bin ich erst total drauf reingefallen. Und ich weiß doch, dass es Mädels gibt, die ihn ganz toll finden. Weil war er ja am Anfang auch. Eine sehr süße Zunge. Aber das, was Finn danach gemacht hat, fand ich halt sehr unreif und blöd. Und ja, schwierig. Wobei ich sagen muss, Finn hat trotzdem immer noch versucht, dass er mit uns, also mit seinem Bruder, halt doch noch irgendwie immer zusammenkommt. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, dass Finn ihn geklaut hat. Das war dann doch eher Daniel, der sich da sehr auf Finn fixiert hat. Shit, warte mal. Oh. Warte mal, okay, das sind jetzt die Kap... Oh, ich kann also andenken. Oh, das ist ja doof. Pflegerhufen. Okay, dann werden wir hoffentlich gleich mehr erfahren. Das ist unser Skizzenbuch Essensreste. Ich mag Krankenhausessen eigentlich ein bisschen. Ich will nicht wieder in den Einen Moment. I miss Cass so much. Wish I could hold her. Oh Gott. Okay, Cassidy lebt. Boah, puh. Hi Stadtjunge. Ich wette, du bist überrascht, von mir zu hören. Ich habe nach meiner Befragung von der Polizei erfahren, dass wir im selben Krankenhaus waren, aber erst bei meiner Entlassung vor einem Monat. Also schreibe ich dir und hoffe, du bekommst diesen Brief. Ich wünschte, ich könnte alles sagen, was ich sagen möchte, aber du weißt, wer mitliest, richtig? Falls irgendwer anders das liest, fick dich. Ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht. Ich selbst erinnere mich nicht an viel, außer der Explosion in Marys Büro. Da mich im Krankenhaus mit einer Aufprallverletzung, in Klammern heilt, und dem, was die erste Explosionstrauma der Lunge, in Klammern tut weh, nennen, aufgewacht. Ich bin nur froh, dass ich noch Gitarre spielen und singen kann, auch wenn mir noch nicht wirklich danach ist. Du lernst eine Menge über Medizin, wenn du in einem Krankenhausbett festsitzt. Aber das weißt du ja, mein süßer Compadre. Ich arbeite noch an meinem Espanol, aber ich vermisse meinen Unterricht und meinen Lehrer. Du weißt vermutlich mehr darüber, was vor sich geht, als ich, aber Hannah, Penny und ich wurden ohne Anklage entlassen. Die Polizei hat sich gefreut, eine Farm voller Drogendealer hochzunehmen, statt ein paar Vagabunden, die auf einem Feld arbeiten. Wir haben nach dir und Daniel gefragt, aber keine Antwort bekommen. Was für eine Überraschung. Da Finn und du weg seid, ist unsere Zugfamilie irgendwie zerfallen. Da Finn... Wo ist... Okay. Ist Finn gestorben? Wir sind jetzt ein einsames Trio, reisen per Zug durch den Staat, doch es fühlt sich wie im Kreis ins Nichts laufen an. Hannah und Penny sind nicht mehr dieselben und wir streiten uns zu oft. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, dass wir noch lange zusammenbleiben werden. Scheiße verändert einen, richtig? Oder Scheiße verändert sich, richtig? Vielleicht habe ich eine Reihe neuer Blues-Songs für die Straße. Ich weiß, du stehst bald wegen der Sache in Seattle vor Gericht und dass du für die Gerechtigkeit und dass du die Gerechtigkeit und Freiheit bekommen wirst, die du verdienst. Du und Daniel, ihr seid unglaubliche Brüder und ich hoffe, ihr findet bald euren eigenen Weg nach Hause. Ich hoffe, wir können unter einem neuen Mond erneut nackt schwimmen gehen. Es ist eine große Welt. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Ich werde immer dein Lied singen. Liebe und Frieden, Cassidy. Ah, ich bin beruhigt. Okay, alles klar. Ich bin beruhigt. Oh. Das Tattoo. Die Haarfrisur hat ja auch nicht wirklich gezählt. Letztendlich. Wie es leider so oft ist in Life is Strange. Auch wenn es jetzt nur eine Haarfrisur ist. Jetzt haben wir die Haare ganz ab. Cassidys Brief. Ein Ball. Can't catch shit. Zero depth perception. Goodbye, Sports. Danke, Daniel. Yeah. Thanks for the card, Agent. Can't wait to text you. Wir sehen irgendwie rumkriegen, damit er was erzählt. Okay, Maria Elena Flowers. Special Agent, Abteilung Seattle. Ruf an, wenn du reden möchtest. Tag oder Nacht? S-A-F. SAF, okay. Such an Foto, keine Ahnung. Und da haben wir die Telefonnummer. Wir können sie, glaube ich, sogar bestimmt anrufen, oder? Wir hatten ja ein Telefon. Bevor ich jetzt den Pfleger rufe, übrigens, wir haben auch Narben oben am Kopf, das seht ihr, ne? Hier an der Seite haben wir eine Narbe. Oben am Kopf, an der Stirn haben wir einige. Am Hals, hier an der Seite und uns fehlt ein Auge. Just want to get out of here. Ich weiß. Da am Hals noch. Ansonsten Hände sind, glaube ich, unversehrt.
Oh, guck mal, wir können zeichnen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das soll mit dem Controller ja besser funktionieren. Achso, hier. So hard to focus. Oh, da haben wir jetzt Probleme. Gotta practice way more. Okay, wir können aber noch weiter. Wir können noch weitermachen, genau, wollte ich gerade sagen. Wir können noch weitermachen. I guess that's an okay start. But I can keep going. Kleine Schritte. Gitterstäbe zeichnen oder Treppe zeichnen? Ich zeichne mal Treppe. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir nehmen mal das Positivere, wobei die Treppe führt in den Himmel. Ja. Wish I could find a highway to freedom. Mal abwarten. Wir haben ja den Trailer gesehen. So, also TV haben wir noch, das haben wir. Afternoon checkup. Sure. Good day, Sunshine. Hey, Joey. Hey, man. That looks like it might have been food. Hard to tell. Ha ha. Never heard that before. Oh, somebody is in a bad mood. Sorry, Joey. Not feeling it today. I don't blame you. But maybe I got something to cheer you up. Pecans and chocolate? Uh-oh. There's that smile. Thanks, Joey. So how you feeling today? Any headaches? Socket pain? No. It's all good. Well, this is your final test before, you know, before they check you out. Check me out to juvie. Yeah. Okay, let's see. You know the drill. Don't blink and just stare at the light. Yes, nice retina response. Okay, now. Try to follow the light as well as you can. Okay. Folge dem Licht, in dem dein Kopf bewegst, okay? Come on, Sean. You've been there before. Good, good. Keep going. Quick response. Nice. Yeah, kannst du mal sehen. To see objects on your left side, you gotta turn your head more now. Yes. Looking good, Sean. Now try to align your pen with mine. I'll try. No rush. This is tough. Lass dich festzustellen. Okay. Hä? Lass dich festzustellen, um anzutesten. Okay, okay. Your depth perception will always be affected. So you gotta try harder. Okay, okay, okay. Shit. Yeah, I know. Nein! It's hard. Was soll das? Come on. Es ist kein Schatten. Wäre dann Schatten, wäre es kein Problem. Ich, das war da voll drauf. Yeah, that's enough. Das war voll drauf. Too much stress on you and your eye. Alter, ich glaube schon. But remember, your depth perception will always be affected. Boah, ey. Hab ich voll richtig gemacht. Read this. Der hat keinen Schatten geworfen, der Stift. Was soll das? Patient erlassen. Ich bin ein Pirat. Patient erlassen. Hol mich hier raus. Hol mich hier raus. Get me out of here. Please, Joey. Sean, I want to help you, but that's not my job. You can try, but you can't rig the exam, Sean. It's time we release you. Sorry. Your vision has improved a lot,
Now you don't really have severe side effects anymore. Doch, ich bin sehr krank. That's just great. I do have to tell them the truth. But first, let's clean this dressing. Hey, sure hope you're watching the door like your phone. Oh, come on. We ain't going nowhere. Great. All I do is watch them. Yes, true. Hallo, ich höre euch. Blöde Kuh. Do you mind if we talk alone? Mind if I finish with my patient? He looks good for now, right? Just come back when I'm finished with him. Sure. Blöde Kuh. Ich mag die nicht. Die ist doof. I'll swing by later, Sean. Weißt du, gerade einen Satz gehört, ich mag die nicht. Stay cool. Na, okay. So, how are you feeling today, Mr. Diaz? Amazing. Did you find Daniel? I want to go over this again. What? I've been telling the same fucking story for 3 weeks. How much longer? Until it makes sense. Until you get it right. So, silence isn't gonna help you now. Listen close, Sean. Tomorrow you're going to Jolena Shore and you'll be arraigned in court for the murder of a Seattle police officer. You might spend the rest of your life in prison, or you can talk to me. Like you care. You just want a promotion or whatever. All I want is to protect and serve. That's not bullshit to me. It is to me. You don't get that. Was Daniel involved? Is that why you can't talk? No, no way. And you're absolutely sure your dad didn't go after the officer? Im Ernst, er wurde getötet. Was, er wurde getötet? Bist du dir sicher, dass dein Vater nicht nach dem Officer... Er wurde getötet. Hä? Yeah, he came outside. Then he was killed. Okay. That's what he did. Wusste sich genau just auf ihn. Of being, who knows? I hear you, but you sure you didn't get upset and go after the officer? It happens. Jesus, no. Look at me. Okay, let's just jump ahead. Tell me what happened in that farm in Humboldt. The place looks like a tornado wiped it out. I've told you so many times. I have no clue why the place was trashed. I passed out. Plus 3 seriously wounded, along with you. And a missing child. Nobody's statement matches with each other. Sean, throw me a bone here. Can't you see I want to help? So you haven't found my brother? We might have some leads. You can help by telling me the truth. Okay. Fuck. The robbery. Whose idea was it? His or yours? Huh? Da werden die Kommentare jetzt schon wieder durchdrehen. Nee, also ich... Ja, weiß ich nicht. Kommentare waren halt echt immer so durcheinander, was die Meinungen angeht. Also so schwierig. Unsere Idee war's, ja, war's nicht eigentlich sogar, nee, stimmt, es war ein, ach nee, warte mal, es war Finn, stimmt, Finn wollte das, und wir wollten hin, um das zu verhindern, was erlebt mich. Finn, it was his idea to rip off Mero. Did he force you to help, or did you go along with it? He lied, I didn't want to help. But he got Daniel involved. I swear. Swear I didn't think anything like this was gonna happen. Nobody does, Sean. Until it's too late. Yeah. Now I know. And what about Cassidy? She planned all this with Finn? Nein, ich sag die Wahrheit. Ich sag jetzt einfach vollkommen die Wahrheit. Nein, sie war dagegen. She was against the stupid plan. She had nothing to do with it. Your friends are learning the hard way. Das
antworte ich nicht, sie haben das nicht verdient. They didn't deserve it. We all make mistakes. Yeah, well, some mistakes are worse than others. By the way, we contacted your grandparents in Beaver Creek. They can visit you after you're transferred. Might be a while, but you do have a support group. We couldn't track down your mother, though. Sorry. Good. What about Daniel? You said you had leads. I said might. Hold on. I gotta take this call. Schwierig. Oh, guck mal. Was ist das denn? Sorry, Finn. Nee. That's just karma for dragging Daniel into this shit. Ich bin voll sauer auf Finn. Ich habe jetzt aber echt nur die Wahrheit gesagt, komplett. She didn't want anything to do with this. Foto aufgenommen, 26.02. Lucy Rose Jones. Wonder what Meryl told the cops about the robbery. Stimmt ja. Sorry, Hannah. Hope the cops didn't mess with Penny. No. Prison would fuck him up. Er hat ja nichts getan. Mann. Ich wollte nach draußen gucken. Aha, schön. Sieht schön aus draußen. Das wollte ich nämlich die ganze Zeit schon machen. Einfach in Ruhe nach draußen. Hä? Was? Das ist Spanisch, oder? Sorry about that. Kann es jemand übersetzen? Oh Gott. Okay. So what's going on with Daniel? You really have leads? Yes, we do. That's our job. The Bureau put his profile out over 4 states. So we are on the case. Sie haben mich angelogen. You lied to me. You have no leads. Yep. You have no fucking idea where my brother is. I don't lie, Sean. But you did. And your brother is paying the price. Was? Fuck. You. Genau. I'm done. Anyway. Thanks for talking to me. I'll be back tomorrow to take you to Jolina Shore. Oh, ich werde aber nicht hier sein. Da kannst du aber einen drauf lassen. Entschuldigung, ich bin sauer. Ich muss hier weg. Das ist aber ein schönes Fenster, das wahrscheinlich abgeschlossen ist. Oder? Look out. I have to guard the guard now. Love it. Sit down so we can get this show going. So, how did your interview with Scully go? You mean interrogation? Who knows? Maybe Detective Flores wants to help. Maybe not. I just can't trust her. After what you and your brother went through, I don't blame you. Oh, this shit is all wrong, man. You've been out of the garden for 3 weeks now. We talk every day. I can see that you're a good person. Vor allem bin ich jetzt hier die ganze Zeit ehrlich. Und Richtiglinge habe ich so oft gemerkt, dass man mit Ehrlichkeit nicht weiterkommt. Und die Leute um dich herum, die lügen einfach immer wieder, die besseren Karten haben, ey. Aber ich halte daran fest, egal wie scheiße es ist und egal wie weh es tut, mit Ehrlichkeit, da kann man wenigstens abends irgendwie in Ruhe pennen gehen. Aber ich glaube, in Life is Strange, ich glaube, da wurde Ehrlichkeit nicht immer so hart bestraft, oder? Ist schwierig. Also bei ihr gerade, ich wollte nicht lügen, weil, ich weiß, das hat sich gerade einfach nicht richtig angefühlt. Ich habe so, ne, wie es war und habe mir gedacht, ah, vielleicht waren da noch Überwachungskameras und so ein Kram und so, dann können sie das ja irgendwie auch noch sehen, dass Finn zuerst da war und sonst merken die, dass ich gelogen habe und allgemein, wie gesagt, ich versuche trotzdem halbwegs ehrlich in den Spiel auch zu sein, aber ich weiß, dass das, wie gesagt, auch tückisch ist. Es wurde nur, glaube ich, nie wirklich hart bestraft, oder?
Wenn es da Szenen gab, wo es war, dann sag mir Bescheid. Also in beiden Spielen. Mama, danke. Thanks, Joey. Want to tell that to the judges? I'm just saying, you don't deserve this. Now let's check this out. The healing is coming along nice. Yeah. Just gotta keep it clean for the next week or so. Simple. That's great. Oh, seen the shrink this morning? What did she say? Nothing I want to hear. This will take time and rehab, Sean. You have to process first. Ugh. I could tell myself that shit. Clearly, I'm no therapist, but I've nursed patients with your injury. They all turned their anger into energy. You will too. Plus, the glass eye tech is pretty cool now. Things change, huh? So positive. I hear you. I'm trying to be positive. But it's so hard. It's the same. I know. I do. But I promise there's a treat coming your way. Now, as for your wound, this is the last time you hear this from me. You have to clean it with sterile gauze and saline solution. Oh Gott. Entschuldigung. Coat the area using the swab and cream. Okay. Then wrap it up with clean dressing. And you're the shit. Remember, you gotta do this. 4 times a day. Boah, okay. I won't forget. I'm sorry about everything, Sean. Wish I could have done more. Dude, you saved my ass here. You're the only one I trust. It really helped. Cool. I'm glad when I can make a ch- Oh, shit. Emergency. I'm out. And no smoke break. Let's say our goodbye tomorrow. Oh, Sean, check out that towel. Got your name all over it. Catch you later. Okay.